Und damit Hallihallo, herzlich willkommen zu einer Runde Hearthstone hier auf dem Kanal. Und wie immer das natürlich zusammen mit unserem lieben Dunkelschen. Einen wunderschönen guten Abend. Stimmt, wir haben irgendwie, warte mal, guck mal auf die Uhr, ne? Man sieht's ja, 2.07 Uhr in der Nacht da unten. Ja. Wir nehmen jetzt noch auf, wir sind einfach ein bisschen bekloppt, egal. Also eigentlich schon guten Morgen. Stimmt, guten Morgen. Genau, ich habe ausgewählt, soweit du soweit bist. Ich noch nicht so wirklich, ich bin mir nicht schlüssig, ich glaube, ich behalte ihn. Macht das. Ich muss sagen, diese Map hier, auf der wir spielen, die hasse ich. Ich mag die überhaupt nicht. Die Maps sind mir eigentlich ziemlich egal. Keine Ahnung. Gerade Frame Drop gehabt. Ein bisschen ruckelt, aber das ist okay. Naja, hoffentlich ist es nachher auf der Aufnahme nicht so hoch. Ach, wir werden sehen. Sagt, man muss eins sagen, er ist einfach besser in dem Spiel als ich. Besser würde ich nicht sagen, ich bin länger dabei und habe daher mehr Karten. Das stimmt wohl. Das ist so der größte Vorteil von mir, würde ich sagen. I'll never tell. Ich habe dafür halt andere Karten, also du hast ja fast alle eigentlich. Ja, fehlen nicht so viele. Aber du hast schon genug, um einem ordentlich auf den Sack zu gehen. Zum Beispiel damit? Und cool. Ich aber auch. Ja, sehr uncool sogar. Wo machen wir da denn jetzt? Machen wir das da? Dann machen wir das da? Ein Bouncy. Eine Fleder Bouncy. Ja, zwei Bouncys. Ja. Machen wir denn da? Ja, weiß ich nicht. Ja, nicht. Machen wir erstmal die Fledermaus weg. Ach komm, lass die Fledermaus doch leben. Das ist doch voll. Sie ist doch voll süß. Ja, nur sie nicht mehr so süß. Nur ist sie nicht mehr so süß, Mama. Guck mal, den Hund, ich hab den Hund ein bisschen wachsen lassen, hast du gesehen? Ja. Sehen. Ach komm, geh weg mit deinem Counterspell oder deinem Mirror Entity oder deinem Banish oder was auch immer du da jetzt gespielt hast. Excuse me, you are on fire. Ach komm schon. Nö. Guck mal, ich mach das da. Guck mal, ich mach das da. Das war mein Bär-Taunt. Ich hab's gesehen. Na ja, gut, hier ist die Bärenfalle, aber... Uncool. Hat er mich angestopst. Uncool, ganz schön uncool, mein Freund und Kupferstecher. Ach, weine er nicht rum. Das kann jetzt nach vorne oder nach hinten losgehen, ne? Naja, egal. Sehr gut. Au. Warum hätte es gerade nach hinten losgehen können? Ich weiß nicht, ob das bei diesem Jäger war, da hattest du irgendwie, fügt dem gegnerischen Helden gleichen Schaden zu. Das ist Paladin. Ach, das ist Paladin. Stimmt. Das ist Paladin. Naja, egal. Auge um Auge. The gates are open. Genau, das ist Paladin. Ich habe einfach nur drei Schlänglichen draußen. Snake Trap halt. Wenn ich jetzt die richtigen Karten auf der Hand hätte, wäre das natürlich lustiger, ne? Naja, so schlecht sind meine Karten nicht, die ich am Hand habe. Ist nicht wahr. Ich habe da mal dein Dingens weggemacht, dein... Taunt. Oder Spott, wie das hier zueinander heißt. Ich habe es tatsächlich auf Englisch hier stehen, also von dem her. Ja, du hast es ja auch komplett auf Englisch, das Spiel. Ja. Naja. Ich hab übrigens mal deinen blöden Murloc da weggeklatscht, ne? Ja, ich hab's gesehen. Weil den kann ich ja mal gar nicht gebrauchen. Tu ich auch nicht. Ich hab keine Murlocs im Deck. Ja, sonst wäre der für dich echt praktisch gewesen.
Au. Ja, aber so habe ich eigentlich, ich glaube in gar keinem Deck irgendwelche Murlocs drin. I hunt alone. Und ich weiß gerade nicht, ob ich nicht in irgendeinem Deck hier den Finley Mörgelten habe. Du hast doch ein Murloc-Deck, warum da nicht? Ja, ja, da ist klar, aber ich meine jetzt sonst so in den Decks. Ach so. Ja, kann ich dir auch nicht sagen. Doch, komm, geh weg. Das ist doch sehr schön. Nee, finde ich jetzt nicht so. Ich würde gerne wissen, was für einen blöden Zauber du ausgespielt hast. Alter. So, Schnauze voll von deinen Schlänkchen da. Ein bisschen übertrieben mit 8 Schaden für die eine Schlange, aber... Hast du Reno auf der Hand wahrscheinlich, ne? Da fragst du noch. Ja, toll. We're gonna be rich. Ich hasse diese Karte so sehr. Ach ja, ich mag sie sehr gern. Au, das tut ja richtig weh. Ah, die Schnauze. Boah, Alter, geh mir nicht auf die Nerven, dein scheiß Zauber. You want it? I got it. Reicht jetzt? Mal wieder? Boah. So, reicht's. Och nö. Damit kann ich noch leben. Ich hätte dich ausgelacht, wenn du Angry Chicken bekommen hättest. Muss man ganz ehrlich sagen. Ja, der ist nice, ne? Ja, absolut. Ich glaube, mein Handy hat geklingelt, der hat sogar. Das kann vorkommen. War doch klar. Als ob du das nicht gewusst hättest. Wow. Also manchmal ist er sowas von unnütz. Wie oft habe ich den schon ausgespielt? Zack, wir machen ein oder zwei Zauber, beide Schaden Zauber auf sich selbst. Wie toll! Glaubst du, ich beschwer mich darüber oder was? Bitte? Glaubst du, ernsthaft, ich würde mich darüber beschweren? Ja. Kannst aber lang drauf warten. Da kannst du aber sehr lange drauf warten, mein Freund. Sehr witzig. Ich fand's gut. Na toll, bringt mir gar nichts. To my time. Es war auch nicht dazu gedacht, mir was zu bringen. Das bringt mir aber nicht. Toll. Vielleicht auch nicht. Das ist jetzt aber echt unschön für dich. Naja. Boah. Das finde ich jetzt verdammt unschön. Ja, sag ich ja, ist verdammt unschön für dich. Aber da musst du durch. Aber danke für die Bananen. Danke für die Bananen, Mama. Ich hasse deinen Reno. Weißt du, komischerweise kriegst du ihn immer bei mir passend, weißt du? Nicht nur bei dir. Hello,
Embrace the power of the Cabal! Ja, ich glaube, das war's jetzt, oder? Aua. Für diese Runde noch nicht. Aus Prinzip die Bananen ausspielen, ja? Ja. Läuft bei dir. Dass du mir nicht umsonst gegeben hast. Job done. Well fought. I can see. Schade, dass wir noch keine Facecam mit dabei haben. Ich habe den Mittelfinger gezeigt. Das war die erste Runde, meine Damen und Herren. Wir sehen uns gleich wieder in der zweiten. Machen wir noch ein zweites Match? Ja, machen wir noch, oder? Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, bis gleich. Bis gleich. Magni! So, das ist... war ganz toll. Eine super bescheidene Start-Hand-Premiere. Ja, bei mir auch. Naja, aber damit du es mir nicht nachsagen kannst, auch nochmal während der Aufnahme, ist mir egal, was für ein Deck du nimmst, ich hau dich trotzdem um. Du Wichser. Angenehm, ja. Selber. Der bringt mir gar nichts gerade. Ja, jetzt spielen wir Krieger gegen Schamane. Ja. Mal gucken, ob das Deck denn heute mir freundlich gesonnen ist. Ich hoffe mal nicht. Ja, das war klar. Was erwartest du? Sechser im Lotto, aber... da wartet man meistens lange drauf. Ja, für jeden, nur nicht für dich. Ja, ich merke schon. Ja, ich warte da jetzt schon seit Jahren drauf, dass ich mal so 6 am Lotto habe, aber irgendwann erzählte man mir mal, dazu müsste ich dann auch Lotto spielen. So eine Scheiße. Du bist so ein Mongo manchmal. Ja, aber ich fühle mich pudelwohl dabei. Es ist so unglaublich. War ganz toll. Was denn? Ach, kack im Dreck. So einfach ist es denn ja auch nicht. Da steht immer noch so ein Affe mit Waffe. So, da hab ich auch scheiße gebaut. Ach, Drecksmist. Ja, wie soll ich sagen? Er drückt es schon gerade sehr gut aus. Müsst ein Arschloch. Könnte ich ja mal das Gott tun? Your magic shall not. Na ganz toll. Das tut gleich ziemlich weh. Au. Au. Ich das find's aber gerade cool, dass du mein Spell damit stehen hast lassen. Ja. Dafür lassen wir dir auch mal eine kleine Chance. Arschloch. Ja, du weißt genau, dass mein Schamanendeck nicht wirklich ausgearbeitet ist. Ja. Na, mal gucken, was du feines ausspielst. Na, ganz toll. Der Kampfschrei wäre ja eventuell... Hey, Gun! Over here! Du hast aber auch gerade ziemlich Bock, mir auf die Nüsse zu gehen, oder? Das ist so offensichtlich. Ja. Hm. Dann mache ich's ja richtig. Ich hasse Rüstung. Ein Jahr. Ja. Probieren wir es mal, ne? My blade be thirsty. Boah. Das ist jetzt richtig uncool. Das tut vor allem auch richtig weh. Ach, so schlimm ist es gar nicht. Kommt dir nur so vor.
finde ich das verdammt uncool. Wieso? Du hast doch noch dein Spell Damage da stehen. Ich revidiere, finde ich doch nicht so uncool. Ja, das ist auch schön zu hören. Das auch. Das auch und das auch, Mama. Erstmal die Dinger. Proof is my. Und noch ein bisschen Rüstung, weil du das so gern hast. Nee, oder? Was denn? Ich hasse dich. Das ist jetzt nicht wirklich was Neues. Elements guide me. Du hast aber schnell welche gehabt. Ich würde sagen, das war gar nicht so verkehrt gespielt. Genauso wie meine Rüstung. Machen wir denn dagegen? Ich würde sagen, war nicht so verkehrt gespielt, ne? Nee. Boah, du hast aber Bock auf die Eier zu gehen, oder? Du wiederholst dich. Du wiederholst dich, Mama. Ja, ich meine, Gestalt ist doch mal etwas abwechslungsreicher für die Zuschauer. Frosch im Hals, der keine Mietezahlen, Verzeihung. Für die Zuschauer. Der beschwert sich bei mir, dass ich immer war, ja, was? Was ist nun los? Hat es keine Karte mehr mit Überladung oder was? Nee, leider nicht. Schade, schade. Doch, aber ich könnte die nicht ausspielen, hätte nichts gebracht. Hm. Weiß ich ja, welcher ist es. Beziehungsweise habe ich leider keine übrigen Mana gehabt dafür. Das Problem kenne ich. So erledigen sich denn einige Probleme auch wieder von selbst. Noch wart nur ab, du. Nö, ich meine nur der Dinge. Ja, es ist halt ein bisschen kacke gewesen, ne? Au. So. Ein bisschen was zum Austoben. Erledigt. Warriors, come out to play. Elements guide. Brüder rufen. Job done. Na, was sagst du denn? Heute läuft's ein bisschen besser bei mir, ne? Ach, Joa. Ups, so, jetzt bist du tot. Nein. Schauen wir mal, was ich übrig bleibe. Tatsächlich hätte ich dich in der nächsten Runde besiegt gehabt, weil ich den richtigen Zauber auf der hatte. Ja, das ist schade für dich. Halt die Fresse. Das ist sehr, sehr schade. Wie viel Glück kann man eigentlich haben, du Drecksack? Na, endlich kommt mal sowas auf die Hand. What? They fell off a truck. Dein Deck funktioniert auch nicht gerade so, wie es will, ne? Nee, es holpert so ein bisschen heute. Aber... geht schon. Sehr tot und lastig deine Kinderseite. Schon, ne? Ja, ein bisschen.
Oh, das ist sehr cool. Ein sehr cool. Oh. Dann muss ich mal was anderes rausspielen. Ist nicht wahr. Was denn? Ist nicht wahr. Naja, also, so. Das ist wahr. Ach, ich bin so blöd. Die Lurlocks machen halt keinen Sinn, ne? Jetzt gerade eher wenig. Ich bin gespannt, ob die überhaupt eine Runde überleben. Mein Arm ist schönes Totem. Du stell dich mal nicht an. Was ist ein hübsches Totem? Liebes Totem, nettes Totem, hübsches Totem. Arschloch. Ich mach das mal so, ne? Das mach mal. Das ist nur doof. Na, was sagst du? Heute mal nicht so. Lustigerweise funktioniert mein Deck gerade. Aber sei mal ehrlich, es ist heute aber irgendwie auch nicht dein Tag, ne? Geht? Eigentlich war der Tag so lange ganz gut, bis du dann online kamst und wir angefangen haben zum Zocken. Dann ging's rapide bergab. Weißt du, manchmal könnte ich deine scheuern. Ja. So, jetzt weiter nix ist. Weißt du, 1-1 Windfurry ist halt kacke. Auch wieder war, aber trotzdem ist es Bullshit. Ja, der ist jetzt aber richtig scheiße. Na verdammt, den falschen hier genommen. Dankeschön. Ganz toll. Also ich verstehe zwar nicht, warum du das gemacht hast, aber... So gerade knapp für dich, mein Freund. Wenn ich das schon. Bisschen blöd. Das erste Mal, dass ich mit dem Schamanendeck gegen dich gewinne übrigens. Ich glaub da aber noch nicht dran. Ja auch nicht. Wenn ich jetzt Blattlast auf die Hand kriege, hast du verloren. Das Risiko muss ich mal eingehen. Ja. Oder noch eine Windfurry-Karte oder sowas. Wow. Die bringt mir jetzt nicht so viel. Hm.
Ich weiß nicht warum, aber egal. Naja, dann hast du die Froschkarte da. Boah. Dir ist klar, dass ich die Froschkarte zweimal habe, ja? Boah, ja. Aber nicht jetzt auf der Hand. Werden wir jetzt gleich rausfinden. Jetzt vielleicht, aber gerade eben nicht. Toll. Genau die Karte, die ich jetzt nicht gebrauchen könnte. Wow. Jetzt gewinnt der den Scheiß auch noch. Den Kopf. Na ganz so, fein. Das sieht doch gleich schon viel besser aus. Hier, die hatte ich gerade eben gebraucht. Tja. Just zu spät. Wenn ich die gehabt hätte, ich jetzt gewonnen, ne? Ja. Na komm, mach mich fertig. So eine Scheiße, ganz ehrlich. Nein! Was denn? Das war dann auch mal wieder knapp. Ja, war wieder ein schönes Match. Und ich bedanke mich jetzt bei allen Zuschauern fürs Zugucken. Wünsche euch noch einen hoffentlich guten Abend, Nachtag, was auch immer, wenn auch immer ihr dieses Video schaut. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge Hearthstone zusammen mit dem Dunkelschänder wahrscheinlich wieder. Und damit sage ich Arrivederci. Einen schönen Tag, Abend. Bis dann. Das war die ganze Verabschiedung.